Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie man Achsensymmetrie, Punktsymmetrie und Mittel senkrecht macht. Also, ich fange mal an so. Also, es kommt mal Achsensymmetrie und zwar, es ist eigentlich egal, wie man sagt, wir können auch sagen Achsenspiegelung oder Achsensymmetrie. Und zwar, das ist es. Es wird einfach gespiegelt. Man kann es ja auch mit einem Spiegel machen, aber wenn wir es selber machen möchten, hat es auch einen Trick, wie die zum Beispiel. Ich habe extra hier noch beschriftet, könnt ihr mal schauen. Also, das und das, das ist das, das ist die hier, die sind die. Und das ist eigentlich diese hier. Ihr seht es vielleicht noch nicht so, aber da war die Zirkel. Und dann grün das da und A' B' und C' wäre das da. Also, ich zeige euch, wie es eigentlich geht. Also, ihr habt schon geschaut, aber ich zeige es euch trotzdem. Also, erstmal brauchst du einen Strich und das wäre der Mittelstrich. Also da. So. Das ist jetzt der Mittelstrich. Und dann probierst du eine Figur zu machen. Egal was für eine Figur. So, mach mal so. Und dann hier so. Und wenn du das da gemacht hast, musst du es mit A, B, C beschriften. Also das ist A. Das wäre B und das wäre C. Und jetzt brauchst du ein Lineal und Bleistift. Also ich mache mal so. Das ist besser zum Linie machen. So. Man muss da vorsichtig arbeiten, sonst kann man keine Spiegelseite machen. Und noch da. So sieht es aus. Und dann brauchst du einen Zirkel und so. Also es ist egal welche. Es muss einfach gut sein. Und das Wichtigste ist, das muss eigentlich gut sein. Es darf nicht abgehen oder so. Also dieser Spitz. Also. Die hier, ja genau die, kommt bei Mittelstrich und diese Mine kommt bei A, B, C. Also, probieren wir es mal. Wir müssen eigentlich wissen, also die misst ja eigentlich so viel. Es kann auch, zum Beispiel beim A ist es ja auch so viel, nicht so. Du musst es ja nachher hier noch markieren, dass du es nachher hier verbinden kannst. Also, musst du es eigentlich das machen, sonst geht es nicht. Du kannst auch mit einem Lineal machen, aber mit Zirkel ist das besser. Bist du ein bisschen klarer und ja. Also dann kannst du hier. So. Und dann hier. Und dann hier. So sieht es aus. Und dann brauchst du ein Geodreieck und Kugelscheibe. Also, du musst das da mit dem da verbinden. Und das da mit dem da verbinden. Und das da mit das da verbinden. So, dass es noch gerade aussieht. Und tada! Sieht schon gleich aus. Und wie hier das A, B, C hat es hier auch einen. Einfach nicht nur A, B, C, sondern A', B' und C'. Also das bedeutet A', B' und C' bedeutet die Spiegelseite. Und würde es lieber immer mit den Farben benutzen, also das ist grün, das ist blau zum Beispiel. Durch so.
So. Und dann noch grün. Und das nennt man Achsenspiegelung. Dafür steht, man sieht es schon mal da. So. Also da. Und da. Also. Und jetzt zeige ich euch einen anderen. Und das ist Punktspiegelung. Das ist zum Beispiel eine Punktspiegelung. Das und das. Also, eigentlich ja, genau, Jaskarten. Also, fast diese hier. Die zum Beispiel. Die. Zum Beispiel. Aber wieso ist es denn Punktspiegelung und wie kannst du es denn eigentlich erkennen? Also, du siehst ja eine Jaskarte. Zum Beispiel, die Blume ist immer im gleichen Ort, wenn du auch so machst. Sie ist immer noch gleich. Also, die Blume ist immer also bei der linken Seite. Also, da ist es links und so weiter. Und der Mann ist immer in der rechten Seite, da ist er auch recht. Also, das ist ein Grund. Also, so kannst du auch wissen, das ist ein Punktspiegelung. Es ist immer in der gleichen Ort. So. Also, eben. Und das kannst du auch eigentlich auch mit Zeichnungen machen, wenn du es mal probieren möchtest. Oder machen musst. Also, drauf ein Blatt. Also, ihr habt, denke ich, schon hier gesehen, das mit dem Kreuz da. Sieht es auch. Da habe ich es auch wieder das gemacht. Das wäre dann das da. Das wäre die. Das wäre diese hier. Das wäre das da. Das wäre eigentlich diese hier und da. Sieht man es einfach nicht. Das wäre das da. Und das wäre diese hier. Und ja. Also, eben das mache ich jetzt hier. Ist egal. Einfach, das wäre wieder wie bei der Achsenspiegelung, da ist es einfach Strich und da ist es einfach Kreuz. Also, jetzt mache ich da die Figur. Für das da brauchst du wieder dein Geodreieck. Also, muss ich mach mal so. Und da hat es auch wieder ja eben A, B, C. So, da ist A, B und C. So. Und jetzt möchtest du ja eben das auch hier machen, dass man es ja noch drehen kann. Brauchst du wieder ein Geodreieck und einen Bleistift. Also, da musst du eigentlich nicht so gerade machen, sondern immer so. Und das hier so und das hier so. Es muss einfach umgekehrt sein. Sonst würde es ja oben sein und das auch. Ja. Also. Das wäre hier. Da musst du wirklich vorsichtig sein. So. Und dann hier. Jetzt muss ich alles so machen. Also so. Ups. So. Und jetzt hast du ja eben so. Dann hast du wieder den Zirkel. Es muss hier ein A-Strich, würde ich mal sagen, weil das ist bei der A und das bei B und das bei C. Was ist das da jetzt? A-Strich. Muss der ja eigentlich hier sein. So. Und dann geht es einfach hier. Müsst auch eigentlich schauen, ob es wirklich so stimmt.
Und das da. Und das hier. So. Und jetzt müsst ihr das genau wieder mit verbinden. Also hier zu dir. Das so hier. Und das so hier. Und jetzt sieht es schon gleich aus. Und da hat es auch wieder das mit dem ABC. Einfach wieder A-Strich. Du kannst wieder sehen, das ist der Strich A. Also A-Strich, B-Strich und C-Strich. Also das wäre jetzt Punkt Spiegelung oder Punkt Symmetrie. Du kannst auch so drehen. Also jetzt kommen wir mit den letzten. Mittelsenkrecht. Das ist auch eigentlich einfach wie Achsenspiegelung, Punktspiegelung. Also da geht es eigentlich um die Mitte. Also das sind die Ecken, diese zwei. Die und die ist die Ecke. Und das habe ich mal geschätzt, da wäre mal die Mitte. Aber man kann auch merken, also mit diesen Zeichen kann man auch sehen, wo genau die Mitte steht, also da. Eben da habe ich es auch wieder beschriftet. Also das wäre die hier. So. Das wäre diese hier. Braucht man Zirkel. Das ist die und die ist die. Also. Machen wir es mal. Also machen wir die Ecken. Also es ist egal wo. Es ist auch egal, wie lang es ist. Und jetzt schätze ich mal, da wäre die Mitte. Also, ich schätze mal. Also, und jetzt müssen wir mit dem Zirkel arbeiten. Und zwar, der Spitz muss immer bei den Ecken kreuz sein. Und diese Mine muss immer über die Mittelkreuz sein, also so. Es darf nicht so sein, weil sonst wissen wir auch nicht, wo die Mitte ist. Also musst du ein bisschen weg von der Mitte. Also so, ups. So. So. Musst auch vorsichtig arbeiten. So wäre es. Und jetzt kannst du es genau so lang behalten. Und das genau hier machen, bei der anderen Seite. Und wenn du das gemacht hast, sieht es so aus. Und das muss immer verbindet sein. Und es muss. Sonst kann man ja auch nicht messen. Also kann man auch eigentlich nicht diese Linie machen, weil die müssen ja genau da sein. Also. Machen es mal. So. Da brauchst du wieder den Kugelschreiber und den Geodreieck. Und zwar, eben wie ich vorher gezeigt habe, muss es genau hier sein. Also so. Und siehst du, hier etwas in der Mitte. Und jetzt musst du ja eben hier. So. Dann siehst du, hier ist die Mitte und ich war schon ein bisschen knapp. Und das heißt Mittelsenkrecht. Es ist eigentlich auch ganz einfach zu machen. Und ja, das war's. Ich hoffe, ihr versteht das. Und danke fürs Zuhören. Und ja.